Hallo zusammen. Beim letzten Mal haben wir schon gesagt, dass es drei wichtige Aspekte gibt, in denen sich das Mahayana von der ursprünglichen Philosophie des Buddhismus unterscheidet. Das erste ist das Ideal des Bodhisattva, das zweite ist das neue Verständnis des Buddha und das dritte ist die Philosophie der Lehre. Über die letzten beiden haben wir bereits gesprochen und jetzt wollen wir uns dem philosophisch interessantesten, aber auch schwierigsten Punkt zuwenden, nämlich der Philosophie der Lehre. Diese Philosophie der Lehre ist in der Tat nicht leicht zu verstehen. Sie wird auch innerhalb des Buddhismus in den verschiedenen Strömungen des Buddhismus nicht immer einheitlich interpretiert. Und die Deutungen, die diesem Begriff der Lehre gegeben werden, sind alles andere als einheitlich. Deswegen fangen wir erstmal damit an, dass wir erklären, woher das Konzept der Lehre kommt und wovon es sich eigentlich abgrenzt. Dazu, also um zu verstehen, was Lehre eigentlich bedeutet, müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen und wir müssen über die Philosophie des Abhidhamma sprechen. Abhidhamma, das Wort haben Sie vielleicht schon mal gehört. Es ist nämlich erstmal eine von drei Abteilungen in dem Pali-Kanon, also in der Sammlung der Texte des ursprünglichen Buddhismus. Die erste Gruppe, Sie erinnern sich, das hatten wir ganz am Anfang mal kurz angesprochen, die erste Gruppe sind die Suttas, also die Reden des Buddha. Die zweite Gruppe ist das Vinaya, also die Ordensregeln, Regeln für Mönche und Nonnen. Und das dritte, das ist eben das Abhidhamma. Also Abhidhamma bedeutet so viel wie das höhere Dhamma oder das weitere Dhamma oder so etwas. Und es enthält die philosophischen Kommentare und Interpretationen zu den Reden des Buddha. Diese Abhidhamma-Texte sind einige Zeit, etwa 1 bis 2 Jahrhunderte, schätzungsweise nach dem Tod des Buddha entstanden. Mit Abhidhamma bezeichnet man jetzt aber nicht nur allein diese Texte, in denen die Reden des Buddha philosophisch interpretiert werden, sondern man bezeichnet damit auch die philosophische Theorie, die in diesen Texten entwickelt wird. Diese Abhidhamma-Philosophie, das ist der erste Ansatz, der erste Versuch, könnte man sagen, die Philosophie des Buddhismus zu systematisieren und zu präzisieren. Warum jetzt der Begriff Dhamma? Dieser Begriff Dhamma steht ganz im Zentrum der Abhidhamma-Philosophie und den müssen wir jetzt nochmal ein bisschen genauer analysieren. Dhamma haben wir schon kennengelernt als erstens die Lehre des Buddha. Also die Lehre des Buddha ist ganz einfach das Dhamma. Das, was der Buddha gelehrt hat, nennt man das Dhamma. Darüber hinaus bedeutet Dhamma aber eben auch die fundamentale Natur der Realität, also das, was die Realität ihrem Wesen nach ist. Diese beiden Bedeutungen hängen natürlich zusammen. Der Buddha verkündet nicht irgendeine Lehre, nicht irgendeine Theorie oder so etwas, sondern er verkündet die Wahrheit darüber, wie die Realität tatsächlich beschaffen ist. Also das Dhamma, das der Buddha verkündet, ist auch das Dhamma der Wirklichkeit. Jetzt kommt noch eine dritte Bedeutung hinzu, die insbesondere für diese Abhidhamma-Philosophie relevant ist. Und zwar ist das die Bedeutung, die Dhammas, das sind die fundamentalen Bestandteile der Realität. Und auch hier können Sie wieder die Brücke schlagen zum nächsten bedeutenden Begriff, also zur Bedeutung fundamentale Natur, was die Realität ihrem Wesen nach ist und woraus sie ihrem innersten Wesen nach besteht. Das sind die Dhammas. Dhammas könnte man so ein bisschen vergleichen mit den Elementen, wie wir sie in der Physik oder in der Chemie beispielsweise kennen. Also das, woraus die Realität letzten Endes besteht. Wenn man die Realität immer weiter zergliedert, kommt man irgendwann an ihre kleinsten elementaren Bestandteile und das sind die Dhammas. Ebenso wie in der Chemie alles aus diesen Elementen zusammengesetzt ist, so ist auch in der buddhistischen, der Abhidhamma-Philosophie alles aus diesen Dhammas zusammengesetzt. Aber, das ist jetzt der wichtige Unterschied, diese Dhammas sind nicht materiell zu verstehen. Das sind keine Materiestückchen, so wie das in der Naturwissenschaft die Elemente sind oder die Atome sind, sondern wir sind ja im Buddhismus, wir reden von einer Prozessontologie. Die Dhammas sind sozusagen die atomaren Ereignisse. Es sind die Minimalprozesse, aus denen alle anderen größeren Prozesse zusammengesetzt sind. Also Dhammas sind keine Materiestückchen, sondern könnten wir so sagen Ereigniseinheiten. Man könnte sich auch, um die Analogie noch so ein bisschen weiter auszuspinnen, eine Art Periodensystem der Dhammas vorstellen. Also eine Liste, in der die einzelnen Dhammas in verschiedene Gruppen
eingeteilt und aufgezählt werden. Es gibt in den verschiedenen buddhistischen Traditionen unterschiedlich lange Listen von solchen Dhammas. Die sind mal 75, mal 82, mal 100 Dhammas oder sowas lang. Aber grundsätzlich gibt es solche Listen und das ist eben die fundamentale Idee. Die Realität besteht elementar aus diesen kleinsten Einheiten, den Dhammas, von denen es verschiedene Typen gibt. Und alles, was existiert, ist eine Zusammensetzung, eine Kombination dieser Dhammas. Diese Dhammas sind das einzig Reale. Also das, was in der Wirklichkeit existiert, sind die Dhammas. Deswegen könnte man diese ontologische Position der Abhidhamma-Philosophie als eine Art pluralen Realismus beschreiben. Plural deswegen, weil es eine Vielfalt von verschiedenen Typen von Dhammas gibt und Realismus deswegen, weil diese Dhammas die fundamentale Realität sind. Die Dhammas besitzen daher etwas, weil sie eben real sind. Sie besitzen etwas, das allen anderen Dingen fehlt, nämlich eine intrinsische Natur oder ein Wesen, könnte man sagen. Der entsprechende Ausdruck im Pali ist Svabhava. Das heißt, sie sind etwas von sich aus. Sie sind nicht bedingt durch irgendwas anderes. Denken Sie nochmal zurück an das, was wir über das Nicht-Selbst gelernt haben, wo wir gehört haben, alle Dinge sind bedingt. Das, sagt die Abhidhamma-Philosophie, gilt nicht für die Dhammas. Die Dhammas sind unbedingt. Alles andere ist bedingt. Es ist in seiner Existenz abhängig von irgendwas anderem, nur nicht die Dhammas. Denn die Dhammas sind das, von dem in letzter Instanz alles andere abhängt. Das Abhidhamma erklärt also, dass alle Dinge, alles, was wir so in unserer Welt um uns herum sehen, Menschen, Bäume, Autos, Häuser und so weiter und so fort, in Wahrheit nur Vermischungen oder Kombinationen dieser Dhammas sind. Die Dinge selbst in unserer alltäglichen Realität existieren nicht. Sie existieren nur als begriffliche Konstrukte, die wir uns basteln, um diesen Strom der Dhammas in irgendeiner Weise zu konzeptualisieren. Aber die Dhammas selbst, die sind real, die sind unbedingt. Alle Dinge haben kein Selbst, so haben wir es gelernt. Das heißt, sie können zerlegt werden in fundamentalere Bestandteile. So müssen wir das jetzt verstehen. Also denken Sie nochmal an die Khandas zurück, aus denen das Selbst besteht. Diese Khandas sind Dhammas, sind einzelne Bestandteile, aus denen das illusorische Selbst zusammengesetzt ist. Aber diese Dhammas selbst sind real. So wie wir beispielsweise auch ein Auto zerlegen können in seine einzelnen Bestandteile. Karosserie, Reifen, Tank, Lenkrad und so weiter und so fort. So können wir es mit allen anderen Gegenständen auch machen. Und ebenso wie wir diese Ansammlung von verschiedensten Einzelbestandteilen, Lenkrad, Karosserie, Reifen und so weiter, ne, zusammenfassen mit dem Begriff Auto, so machen wir es auch mit allen anderen Gegenständen. Wir bilden einen Begriff, um diese Kombinationen von Dhammas zusammenzufassen und erzeugen somit illusorische Gegenstände, an denen wir anhaften können. Es gibt also eigentlich kein Auto, kein Selbst und so weiter und so fort. Das Auto, von dem wir reden, ist nur das Produkt einer Art konzeptueller Synthese. Das einzig Reale sind die Dhammas, aus denen es zusammengesetzt ist. Daher lehrt das Abhidhamma, gibt es auch zwei Wahrheiten oder Wirklichkeiten. Das entsprechende Pali-Wort ist ambivalent. Also es gibt einmal die konventionelle Wahrheit oder Wirklichkeit. Das ist die Wirklichkeit der alltäglichen Welt, die Wirklichkeit, in der wir leben, also in der es Dinge gibt, Personen, Autos, Häuser und so weiter und so fort. Demgegenüber steht dann die ultimative Wahrheit oder die ultimative Realität und das ist die eigentliche Realität, die eben nicht unsere Alltagswirklichkeit ist, sondern es ist die Realität, in der es nur diesen permanenten Strom der Dhammas gibt, aus dem alles besteht. Okay, soweit ist jetzt also das Bild der Abhidhamma-Philosophie. Diese Abhidhamma-Philosophie ist also die Philosophie, könnte man sagen, des ursprünglichen Buddhismus und ist auch die Grundlage für die Philosophie des Theravada-Buddhismus und davon grenzt sich jetzt die Mahayana-Philosophie der Lehre ab. Im Mahayana taucht nämlich dann eine Reihe von Suttas auf, die gegen diesen pluralen Realismus der Dhammas eine Idee der Lehre ins Spiel bringt, die Idee der Lehre betont. Das sind die sogenannten Prajnaparamita-Suttas, also Prajnaparamita bedeutet wörtlich übersetzt die Vollendung der Weisheit. Und in diesen Vollendung der Weisheit Sutras, da taucht der Begriff der Lehre auf und es bedeutet da vom Standpunkt der vollendeten Weisheit aus gesehen, ist alles illusorisch. Auch die Abhidhamma-Philosophie. Alle Theorien, das ist der Gedanke, der diese Prajnaparamita-Sutras durchzieht, alle Theorien sind nur Werkzeuge.
Werkzeuge, die zurückgelassen werden müssen auf dem Weg zur Erleuchtung, wenn sie irgendwann mal ihren Zweck erfüllt haben. Erinnern Sie sich noch ganz am Anfang an das Floßgleichnis des Buddha? Nichts mitschleppen, sich nicht belasten lassen, auch nicht von Theorien, auch nicht, sagt jetzt die Mahayana-Philosophie, auch nicht von richtigen Theorien. Sonst werden diese Theorien selbst wieder zum Objekt des Anhaftens. Ein klassisches Beispiel für diese Idee der Lehre in den Prajnaparamita-Sutras, das ist das sogenannte Herz-Sutra. Das Herz-Sutra ist ein sehr kurzer und sehr, sehr populärer Text im Mahayana-Buddhismus, der genau diese Idee der Lehre zum Thema hat. Schauen wir uns mal kurz an, wie das ungefähr formuliert wird in diesen Texten. Der Buddha wendet sich hier an einen Mönch namens Sariputra und erklärt ihm die Lehre aller Dinge. Da heißt es: O Sariputra, die Form ist leer und die Lehre erscheint als Form. Erscheinung ist nicht getrennt von der Lehre, die Lehre ist nicht gesondert von der Erscheinung. Form und Leerheit sind eins, ohne Leerheit keine Form. O Sariputra, alle Daseinsfaktoren sind durch Leerheit gekennzeichnet. Sie sind nicht entstanden, sind nicht anhaltbar, nicht verunreinigt, nicht geläutert, nicht mangelhaft und nicht vervollständigt worden. Also hier merken Sie, wie dieser Gedanke der Leerheit plötzlich aufgeht und alle anderen Dinge anfängt zu umfassen, auch die Daseinsfaktoren. Alles wird auf einmal als leer angesehen. Aber die Idee der Leerheit ist in diesen Prajnaparamita-Sutras noch nicht vollständig oder systematisch entwickelt worden. Das geschieht dann erst in den philosophischen Interpretationen dieser Idee. Die Mahayana-Philosophie kreist eben um eine philosophische Deutung dieser Idee der Leere, die wir in den Prajnaparamita-Sutras zum ersten Mal vorfinden. Eine Möglichkeit, diese Idee der Leere zu deuten, ist, ihr eine metaphysische Deutung zu geben. Also das würde bedeuten, Leere ist die Natur der Dinge. Sie ist das, was die Dinge ultimativ sind. Das würde heißen, Leere ist die ultimative Realität. Das ist die Interpretation des Leere-Begriffs im Yogacara-Buddhismus. Und da reden wir dann beim nächsten Mal ein bisschen drüber. Die andere Möglichkeit ist es, dem Begriff der Leere eine semantische Deutung zu geben. Das heißt, Leere ist die ultimative Wahrheit, beziehungsweise Leere ist der einzig mögliche, der ultimative Zugang zur Realität. Man könnte es auch so sagen, die Leere ist ein Modus des Erfassens der Realität, wie wir die Welt auffassen. Und das ist der Ansatz der Madhyamaka-Philosophie, über die wir heute reden müssen. Die Philosophie des Madhyamaka, die geht zurück auf Nagarjuna. Nagarjuna, das ist einer der wichtigsten Denker des Mahayana, also der wichtigste Denker des Mahayana überhaupt und auch generell einer der wichtigsten Philosophen des Buddhismus. Über ihn als Person ist ziemlich wenig bekannt. Also wir wissen nur ganz ungefähr, wann er gelebt hat. So ungefähr in der Zeit von 150 bis 250 nach Christus wird er normalerweise einsortiert, aber genaue Lebensdaten kennen wir nicht. Er stammte vermutlich aus Südindien, aber auch das ist nicht so wirklich geklärt. Das Einzige, was wir wirklich sicher von ihm haben, sind seine philosophischen Werke. Er hat eine ganze Reihe davon geschrieben, auf die wir nicht alle einzeln eingehen müssen. Das Wichtigste davon aber ist das sogenannte Mula Madhyamaka Karika. Das bedeutet wörtlich übersetzt die Verse über die grundlegenden Lehren des mittleren Wegs. Und Madhyamaka bedeutet auch also der mittlere Weg. Das ist der Name der Schule des Nagarjuna. Und er beruft sich hier natürlich wieder auf diese Idee des mittleren Weges, die wir schon in der Lehre des historischen des Buddha Shakyamuni kennengelernt haben, also der mittlere Weg des Buddhismus zwischen dem alltäglichen Leben und dem asketischen Leben. Hier wird allerdings, das werden Sie gleich noch sehen, dieser Idee des mittleren Wegs eine etwas andere Deutung gegeben. So, der Grundgedanke der Madhyamaka-Philosophie des Nagarjuna ist nun, alles ist leer. Und das bedeutet, alle Dinge haben in Wirklichkeit keine eigenständige Existenz. Sie haben keine intrinsische Natur, das, was in der Abhidhamma-Philosophie Svabhava genannt wurde. Auch die Dhammas nicht. Also dieses Alles ist leer bezieht sich jetzt wirklich auf alles und nicht bloß auf alles außer den Dhammas. Alle Dinge sind leer. Alle Dinge, auch die Dhammas, haben keine intrinsische Natur. Die Dhammas sind also nicht, wie die Abhidhamma-Philosophie es angenommen hat, ausgenommen von der Bedingtheit und Unbeständigkeit aller Dinge. Auch sie haben keine eigenständige Existenz. Daher ist in Wirklichkeit eben wirklich alles leer. Nichts hat eine Existenz aus sich selbst heraus.
Alle Dinge, und auch wieder schließt das die Damas mit ein, sind deswegen nicht mehr als konzeptuelle Konstruktionen. Das könnte man jetzt leicht missverstehen. Man könnte denken, es wäre jetzt ein Nihilismus, den der Nagarjuna hier vorschlägt. Also, dass die Leere quasi das Nichts ist. Aber genau das ist nicht gemeint. Leere ist nicht das Nichts. Die Dinge existieren nicht nicht. Also Nagarjuna möchte nicht sagen, dass die Dinge nicht existieren. Sie existieren bloß nicht so, wie wir es uns normalerweise vorstellen, nämlich als eigenständige Objekte, als Dinge für sich, die den Grund ihrer Existenz in sich selbst tragen. Also, die Dinge existieren tatsächlich nicht, wenn man unter Existenz eigenständige Existenz aus sich selbst heraus versteht. Und sie existieren nicht nicht, wenn man darunter versteht, dass sie nicht real sind. Die Wirklichkeit liegt also genau in der Mitte zwischen Existenz und Nicht-Existenz. Und daher kommt jetzt auch der Name der mittlere Weg für diese Schule der Mahayana-Philosophie. Also weder Existenz noch Nicht-Existenz. Zwischen diesen beiden Extremen liegt die Realität. Nun, wie kommt Nagarjuna zu dieser doch etwas seltsam anmutenden Sichtweise? Seine Methode ist eine konsequente Reductio ad absurdum. Also angenommen, es gäbe so etwas wie eine intrinsische Natur. Was würde denn dann folgen? Das ist so seine Grundannahme, von der aus er operiert. Und er zeigt dann für jede der Möglichkeiten auf, die es gibt, dass diese Möglichkeit in Widersprüche führt. Also jede Theorie, die annimmt, dass irgendetwas unbedingt wirklich ist, mündet ins Absurde. Diese Methode, die Nagarjuna verfolgt, nennt sich Chatuskoti oder das Tetralemma, die vierfache Negation. Man kann sich das jetzt schematisch so klar machen, dass er sagt, für jede beliebige These, nennen wir diese These mal einfach mit der Variable p, gibt es vier Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit lautet, es ist der Fall, dass p. Die zweite, es ist nicht der Fall, dass p. Die dritte, es ist sowohl der Fall, dass p, als auch das nicht p. Und schließlich viertens, es ist weder der Fall, dass p, noch das nicht p. Nagarjuna sagt nun, jede dieser vier Möglichkeiten ist falsch. Für jede dieser vier Möglichkeiten kann angesichts jeder beliebigen These P gezeigt werden, dass sie verkehrt ist. Machen wir es an einem kleinen Beispiel mal durch. Nagarjuna stellt sich die Frage, wie entstehen eigentlich die Dinge? Woher stammen sie? Also es geht um die Kausalität, nicht wahr? Und entstehen die Dinge jetzt aus sich selbst heraus? Tragen sie den Grund ihrer Existenz in sich? Oder kommt das aus etwas anderem? Also gibt es Ursachen, die eine eigenständige Existenz haben, ist jetzt die Frage. Hat Kausalität so etwas wie eine intrinsische, eigenständige Existenz? Nagarjuna schreibt dazu, weder aus sich noch aus anderem, noch aus beidem, noch ohne Grund sind jemals irgendwo irgendwelche Dinge entstanden. Die erste Möglichkeit wäre im Tetralemma zu sagen, die Dinge entstehen aus sich selbst. Nagarjuna lehnt das ab. Warum? Nun ja, die Dinge können nicht aus sich selbst entstehen, weil sie ja gar kein Selbst haben. Die andere Möglichkeit, Punkt 2 im Tetralemma, wäre dann die Idee, Dinge entstehen nicht aus sich selbst heraus, sie entstehen aus etwas anderem. Das, sagt Nagarjuna, ist aber auch unmöglich. Warum? Weil die Ursache die Wirkung schon voraussetzt. Die Ursache wird erst durch die Wirkung zur Ursache. Nehmen wir als Beispiel mal die Mutter und die Tochter. Also die Mutter ist die Ursache für die Wirkung der Tochter. Also die Existenz der Tochter geht aus der Mutter hervor. Aber, sagt Nagarjuna, die Mutter wird erst dadurch zur Mutter, dass die Tochter existiert. Das heißt, erst wenn die Wirkung eingetreten ist, wird die Ursache zur Ursache. Heißt, die Ursache hängt von der Wirkung ab und umgekehrt. Beides hängt voneinander ab. Also die Tochter kann nicht aus etwas anderem entstehen, weil dieses andere zugleich aus ihr selbst entsteht. Ursache und Wirkung setzen einander wechselseitig voraus und nicht einseitig. Punkt Nummer 3 wäre, sowohl aus sich selbst heraus als auch nicht aus sich selbst heraus entstehen die Dinge. Aber wenn die ersten beiden Sachen falsch waren, wie kann dann die Kombination dieser beiden falschen Sachen eine Wahrheit sein? Also auch die dritte Möglichkeit fällt weg. Und Punkt 4 würde bedeuten, Dinge entstehen weder aus sich selbst heraus, noch aus etwas anderem, also sie entstehen ohne Ursache. Aber, sagt Nagarjuna, das stimmt auch nicht, denn das widerspricht den Gesetzmäßigkeiten der Natur, die wir ständig beobachten können.
Also, was ist jetzt die Konsequenz aus diesem Tetralemma? Es gibt weder Ursachen noch keine Ursachen. Die Theorie der Kausalität ist nicht richtig und ihr Gegenteil ist auch nicht richtig. Nagarjuna schreibt das so, wenn er sagt, es gibt daher keine Wirkung, die aus den Ursachen besteht und keine, die nicht aus den Ursachen besteht. Wenn es aber keine Wirkung gibt, wieso soll es dann Ursachen und Nicht-Ursachen geben? Das bedeutet jetzt nicht, dass die Theorie der Kausalität falsch ist. Es bedeutet ganz einfach, dass die Realität leer ist. Die Realität selbst lässt sich weder kausal noch akausal beschreiben. Die Theorie der Kausalität ist richtig und sie ist falsch und zugleich ist sie weder richtig noch falsch und sowohl richtig als auch falsch, weil eben diese Theorie keinen Zugang zur Realität bietet. Das heißt jetzt für unsere Idee der Lehre, dass die Idee der Lehre selbst keine Theorie ist. Die Lehre ist nicht eine weitere Theorie neben irgendwelchen anderen Theorien, die es auch noch geben könnte, darüber, was die wahre Natur der Realität ist, sondern die Lehre ist gar keine Theorie. Sie ist das Freiwerden von allen Theorien. Keine Theorie kann die Realität jemals so abbilden, wie sie ist, denn jede Theorie rennt immer in eines der vier Hörner dieses Tetralemma hinein. Deswegen ist die Lehre selbst keine Theorie, sondern sie ist eine theoriefreie Sicht der Realität so, wie sie ist. Nun, warum ist das so? Warum kann ich die Realität nicht mit Theorien erfassen? Alle Theorien basieren auf konzeptuellem Denken. Also alle Theorien versuchen, die Wirklichkeit in bestimmte Begriffe zu fassen. Aber die Wirklichkeit selbst liegt jenseits des begrifflichen Denkens. Nagarjuna sagt das so: Wo der Bereich des Erkennens aufhört, hört auch das Benennbare auf. Denn das Wesen der Gegebenheiten ist wie das Nirvana, ohne Entstehen und ohne Vernichtung. Dass alles wahr, nicht wahr, sowohl wahr als auch nicht wahr und weder wahr noch nicht wahr ist, das ist die Lehre des Buddha. Die Realität liegt jenseits der Begriffe und jenseits des Denkens. Das heißt jetzt nicht, dass wahre Theorien irgendwie falsch sind. Nee, sie sind ja wahr. Es sind bloß halt Theorien, nicht mehr, nur Theorien. Theorie, das lernen wir von Nagarjuna, ist nicht das gleiche wie Wirklichkeit. Eine theoretische Beschreibung heißt eben nicht, die Wirklichkeit selbst zu sehen. Eine Beschreibung ist eine Beschreibung, sie ist nicht die Realität. Eine Karte ist nicht die Landschaft, die sie abbildet. Nagarjuna greift dann auch diese Idee der zwei Wahrheiten auf, die wir eben schon bei der Abhidhamma-Philosophie kennengelernt haben und verschärft sie noch. Er sagt, die konventionelle Wahrheit, das ist die Wahrheit der klassischen buddhistischen Lehre. Diese klassische buddhistische Lehre, wie der Buddha sie gelehrt hat, mit Personen, die aus Khandhas zusammengesetzt sind und der Vergänglichkeit der Objekte und so weiter, das kennen Sie alles schon, das ist eine Theorie. Die hat einen pragmatischen Nutzen auf dem Weg zur Erlösung. Aber sie ist letzten Endes auch nur eine Theorie, nur eine konventionelle Wahrheit. Die ultimative Wahrheit, das ist jetzt anders als in der Abhidhamma-Philosophie, die Wahrheit der Lehre. Die ultimative Wahrheit lautet, dass es keine ultimative Wahrheit gibt. Das heißt, dass keine Theorie die Wirklichkeit beschreiben kann, wie sie ist. Erleuchtung besteht in diesem Modell dann darin, alle Theorien oder alle Sichtweisen aufzugeben. Wer erleuchtet ist, hat deshalb nicht die richtige Sicht der Realität, sondern gar keine. In Wahrheit, muss man dann sagen, sind die Dinge auch nicht leer. Wenn wir jetzt sagen würden, ja, die Wahrheit ist, dass die Dinge leer sind, dann würden wir damit meinen, dass es nur eine weitere Theorie ist, die behauptet, man sagt etwas wie, also den Dingen kommt eine bestimmte intrinsische Eigenschaft zu, die Dinge sind intrinsisch leer. Und gerade das ist nicht der Fall. Wir sollten nicht so denken, dass die Leere irgendetwas ist, was den Dingen zukommen könnte, was der Wirklichkeit zukommen könnte, denn dann wäre es auch wieder nur eine Beschreibung. Nagarjuna lehnt es also konsequent ab, die Wirklichkeit als leer zu beschreiben. Er sagt, Leere sollte nicht behauptet werden. Nicht-Leere sollte nicht behauptet werden. Weder beides noch keines von beidem sollte behauptet werden. Beide werden nur als Worte gebraucht. Nagarjunas Lehre von der Leere ist also eine Art Dekonstruktion. Sie destruiert andere Sichtweisen, andere Theorien, aber setzt keine eigene an die Stelle.
dieser destruierten Theorien. Nagarjuna selbst vergleicht seine Philosophie auch mit einem Abführmittel. Wie ein Abführmittel die Verstopfung beseitigt und zugleich auch sich selbst, beseitigt die Philosophie der Lehre alle Theorien und lässt nichts zurück, keine andere Theorie. Das hat für die Suche nach Erlösung jetzt eine sehr wichtige Konsequenz. Wir haben gesagt, die Dinge sind leer. Sie haben also keine eigenständige Existenz. Wenn sie aber keine eigenständige Existenz haben, dann sind sie auch nicht dem Werden und Vergehen unterworfen. Denn wenn sie entstehen und vergehen würden, dann müsste es etwas geben, dann müsste etwas existieren, das entstehen und vergehen kann. Also, wenn alle Dinge in Wirklichkeit leer sind, keine eigenständige Existenz haben, können sie auch nicht werden und vergehen. Aber das, was ohne Entstehung und Vernichtung ist, das ist doch das Nirvana. Das ist ganz klar für die buddhistische Philosophie der Zustand des Nirvana, der jenseits der Vergänglichkeit, der Unbeständigkeit der Realität ist. Aber wenn das so ist und alle Dinge in Wahrheit leer sind, dann sind alle Dinge auch in Wahrheit Nirvana. Das heißt, es gibt gar keinen Unterschied zwischen dem Samsara, also der alltäglichen Realität, dem Kreislauf der Wiedergeburten, und dem Nirvana. Beides ist ein und dasselbe. Beides ist nämlich ein und dieselbe Lehre. Der Unerleuchtete sieht die Lehre und sieht das Samsara. Die Erleuchtete sieht dieselbe Lehre und sieht das Nirvana. Erleuchtung ist also keine Veränderung. Erleuchtung oder Erlösung bedeutet nicht der Übergang von einem Zustand in den nächsten, sondern es ist nur die Befreiung von einer illusorischen Ansicht. Es verändert sich gar nichts. Wir bekommen keine neue Ansicht. Es ist einfach nur die Befreiung von der verkehrten Sichtweise. Wir sehen die Dinge auf einmal so, wie sie wirklich sind. Und dieses Sehen, wie die Dinge sind, ist bereits die Erlösung. Das wird im Buddhismus oft erläutert mit der Analogie von der Schlange und dem Seil. Also stellen Sie sich vor, Sie kommen im Dunkeln in einen Raum und sehen auf dem Boden etwas, das aussieht wie eine Schlange. Sie erschrecken sich, erstarren vor Angst und fürchten sich, von der Schlange gebissen zu werden. Dann wird es irgendwann hell und Sie sehen, dass die Schlange in Wirklichkeit keine Schlange war, sondern nur ein Stück Seil, das Sie für eine Schlange gehalten haben. Und in dem Moment, wo Sie das erkennen, verschwindet Ihre Angst. Nichts hat sich verändert. Da war vorher keine Schlange, da ist auch jetzt keine Schlange. Es war die ganze Zeit immer nur das Seil da. Das Einzige, was sich verändert hat, ist Ihre Sichtweise. Sie haben plötzlich etwas erkannt. Sie haben die Dinge gesehen, wie sie wirklich sind. Und dieses Sehen, wie die Dinge wirklich sind, hat Sie befreit von Ihrer Angst. Und genauso sollten wir Erlösung für die Philosophie der Lehre verstehen. Zu erkennen, dass alle Dinge leer sind, ist bereits die Erlösung. Nichts verändert sich. Alle Dinge waren vorher leer, alle Dinge sind hinterher leer. Es gibt nichts anderes als diese Leere. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass wir jetzt die Leere sehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Also wer das erkennt, dass alle Dinge leer sind, der sieht auch, dass alle Wahrheit, sogar die Wahrheit des Buddha, sogar die Wahrheit der buddhistischen Lehre, nur vorläufig ist, nur illusorisch ist. Und aus diesem Grund schließt Nagarjuna dann auch seinen Text mit den Worten: Alle Wahrnehmung hört auf, die Vielfalt kommt zur Ruhe und es herrscht Friede. Nirgends ist irgendwem irgendeine Lehre von Buddha verkündet worden.